Hallo, ich bin Britta von Plötzlich Kreativ. Simple Sunday und ja, Simple Sunday heißt Videos für Anfänger, Stempelanfänger, für Einsteiger. Und Stampin' Up! Hat jetzt etwas Neues und zwar eine Broschüre für Einsteiger. Ich finde die unheimlich klasse. Ich blätter die jetzt einfach mal mit euch durch. Am Anfang, ja, wird halt zum Beispiel erstmal der Unterschied zwischen den ablösbaren und den Klarsichtstempeln erklärt. Ja, bestellen leicht gemacht. Also so ein kleiner Überblick und dann geht's schon los mit den Stempelsets. Und in dieser Broschüre sind gerade für Anfänger geeignet Schnell- und Einfach-Sets. Also da bekommt ihr Sets, alles was du brauchst. Da sind die Karten schon, also in diesem Set zum Beispiel sind die Karten schon drin. Dann gibt es in dem Set diese Etiketten und die werden bestempelt. Dabei ist ein Stempelset und der transparente Block und ein Stampin' Spot mit Stempelfarbe. Und dann könnt ihr euch die Etiketten bestempeln und die bringt ihr dann nur noch auf der Karte an und ja, es ist schon fertig. Dazu gibt es dann noch passende Umschläge. Also schneller geht's wirklich nicht. Das gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal mit dem Stempelset Freudige Ereignisse, dann das Kartenset Liebes Dankeschön und das Kartenset Gruß und Glück. Dann geht es hier weiter mit Anhängern. Da würdet ihr dann ein Set bekommen, wo ihr Anhänger mit stempeln könnt. Und in der Broschüre ist, wie auch im neuen Hauptkatalog, da sind immer die Produktpakete schon drin. Also das Set, alles was sie brauchen. Da gibt es eine Artikelnummer, das ist dann der Gesamtpreis. Aber man könnte auch alles einzeln bestellen. Wenn man jetzt sagt, ah, ich brauche zum Beispiel diese kleinen Mini-Pizza-Schachteln, die möchte ich gar nicht haben, dann kann man sich auch alles einzeln bestellen. Aber in dem Set, da wäre dann alles drin und zwar hier zum Beispiel das Stempelset Genussvolle Grüße. Das ist hier unten auch aufgeführt. Dann der transparente Block C, das ist ein kleiner Block. Das hier ist glaube ich B. Genau, das hier ist C. Das hier ist D und D ist eigentlich der universelle Block, also der mit dem der bei den meisten Stempelsets eben bei diesen Paketen dabei ist. Hier bei dem nächsten ist zum Beispiel auch Block D dabei. Das ist auch der Block, den ich habe mir damals kein Set geholt. Ich habe mir selber zusammengestellt, was ich als erstes haben möchte. Aber da war als erstes der Acrylblock D drin. Ganz einfach, weil, ja, für Anfänger ist der wirklich gut geeignet. In diesem Set ist der eine Nummer kleiner, also der Block C drin. Ist aber auch sehr gut geeignet, also ist eine Nummer kleiner. Und das Schöne ist, achso, hier sind noch Dimensionals drin, dann ein Zubehörset mit Anhängern, mit dem Garn und Motivklebeband, also Washi-Tape und Buchklammern. Also es ist schon sehr umfangreich und ja, für Anfänger ist das wirklich gut geeignet. Dann haben wir hier das Set Magnolienweg. Das ist passend zu dem Stempelset aus dem Hauptkatalog. Hier ist nochmal ein extra Stempelset, meine Magnolien. Das ist hier unten, das gehört dann zu diesem alles, was Sie brauchen. Da ist das Stempelset dabei, der transparente Block D, Stampin' Spots mit Stempelfarbe, dann
10 doppelseitige Karten und Blanko-Grußkärtchen und Umschläge, dann Snail-Klebemittel. Also da ist schon eine ganze Menge dabei. Für Anfänger ist es wirklich super gut geeignet. Damit kann man erstmal starten und gucken, ob einem das Stempeln überhaupt gefällt. Dann dieses Stempelset Geburtstagsfeier, da gehe ich jetzt mal gerade ein bisschen schneller drüber weg. Dann das Stempelset Hut Hut Hooray, das ist zum Kolorieren mit den Aquarellstiften. Da gibt es dann auch nochmal das Stempelset Anthrazit Grau. Und was ich toll finde, man hat hier wirklich schon eine Auswahl. Es ist ein Stempelset dabei, also Stempelfarbe. Es sind Grußkärtchen dabei, man kann da wirklich super toll mit beginnen. Es ist hier auch der transparente Block D, das Stempelset. So, und das sind ja alles Sachen, die bleiben. Also die Karten verbraucht man, klar, aber die Aquarellstifte kann man noch weiter benutzen. Das Stempelkissen kann man weiter benutzen. Der D-Block ist nicht weg. Das Stempelset behält man. Also man kann danach ja auch noch super damit weiterarbeiten. So, in der Broschüre sind ganz hinten nochmal ergänzende Produkte, die wirklich auch Sinn machen. Zum einen unsere Papierschere. Was ist an der Schere so Besonderes? Ist sicherlich schon einige Male erwähnt worden. Die schneidet wirklich bis ganz in die Spitze. Also ich kann wirklich, wo habe ich denn jetzt gerade mal ein Stück Papier? So, ich kann wirklich, seht ihr das? Ich nehme nur hier vorne die Spitze und es schneidet bis, wirklich bis in die Spitze. Ich kann da also wirklich ganz kleine, feine Schnitte mitmachen. Und die ist irrsinnig scharf und die bleibt auch scharf. Also meine ist jetzt, wenn ihr es gesehen habt, da sind ein paar Klebereste dran. Die mache ich halt ab und zu mal sauber. Ich habe immer noch diesen, der sieht schon nicht mehr so schön aus, diesen Klebereste-Entferner, diesen Radiergummi. Damit mache ich die Schere gerne sauber. Aber man kann sie auch super mit Alkohol die Klebereste entfernen und reinigen. Und dann ist die wieder super scharf. Dann macht auf jeden Fall Sinn der Tombow, der Mehrzweckflüssigkleber. Das ist der Kleber, den ich am meisten brauche. Der transparente Block H, ja, kann man aber, wenn man den D hat, auch erstmal drauf verzichten. Aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist das Memento-Stempelkissen, schwarze Stempeltinte. Das macht Sinn. Und der Reinigungsprofi. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich meinen liegen habe. Das ist dieses Tuch, mit dem man, das ist feucht. Also ist jetzt in dieser Verpackung auch feucht. Ich habe hier immer so ein kleines Stück irgendwo rumfliegen. Ich muss mal gerade suchen. Ja, wenn man es sucht, ist es natürlich weg. Also ich schneide mir den Reinigungsprofi, den Tipp habe ich von einer Stempelkollegin, von einer anderen Demo. Ich schneide mir das in kleine Stücke und zwar wirklich habe ich da drei Streifen, also ich habe es gedrittelt und die dann nochmal halbiert, so dass ich so ein Stück bekomme und das reicht zum Säubern total. Dann bleibt das andere nämlich noch sauber und irgendwann, also ich muss jetzt nochmal gerade gucken, irgendwo hier muss es doch liegen. Ja, das ist das, was ich immer sage. Gott sei Dank seht ihr hier mein Chaos nicht. Es ist weg. Das ist schlicht und ergreifend abhanden gekommen. Beziehungsweise ich habe einen Verdacht. Nö. Auch nicht. Oh. Ich hab's. Ah, so, also, das hier ist jetzt ein bisschen trocken, aber so sieht es aus, wenn ihr es benutzt. Ihr könnt es auswaschen, aber es bleiben halt Stempelreste drin. Das macht nichts, es färbt auch nicht mehr.
Wenn ihr es wieder anfeuchtet, also zum Saubermachen, müsst ihr es halt nass machen und einmal unter den Wasserhahn halten, bis es gut nass ist. Und dann könnt ihr die Stempel damit sauber machen. Der macht wirklich Sinn, gerade für den Stemperatus ist der super. Aber ansonsten würde ich jedem empfehlen, das Reinigungskissen. Zu benutzen. Da ist es. Und zwar das Reinigungskissen mit dem Stempelreiniger, Stempelnebel. Das würde ich, wenn ihr wirklich langfristig Spaß am Stempeln findet, auf jeden Fall dem Reinigungsprofi noch vorziehen. Ganz einfach, weil in dem Stempelnebel, in dem Reiniger sind noch Pflegeprodukte drin, die eben auch für die Stempel, die so ein bisschen pflegen, und das ist bei dem Reinigungsprofi nicht. So, nun bin ich eben über ein Stempelset so hinweggegangen. Das ist das Stempelset Geburtstagsfeier und das möchte ich euch heute nämlich vorstellen, wie schnell man damit Karten gestalten kann. Wenn ihr das alles, was sie brauchen, Set nehmt, dann sind dabei einmal das Stempelset. Das ist passend für Einladungen oder Geburtstagspost. Man kann es aber auch einfach nur, ja, eine Karte zum Beispiel mit Herzen und dann für dich. Das war, ja, manche Sachen verselbstständigen sich auch. Ja, Einladungskarte. Da kann man super tolle Sachen mitmachen. Dann ist dabei der Transparentblock D, den ich gerade eben schon gezeigt habe. Es sind, wenn ihr das Set nehmt, zwei Stempelkissen dabei. Und zwar einmal Flamingo Rot und einmal Grüner Apfel. Und es sind dabei Grußkärtchen und Umschläge. Und die Umschläge habe ich leider nicht. Die Grußkärtchen habe ich mir in der Größe gerade zurechtgeschnitten. Das ist die Größe der Grußkärtchen. So, und dazu passend würde es dann auch Umschläge geben. Da sind 20 Stück drin. Und wenn man jetzt überlegt, ja, also diese Sets sind ja, haben halt auch ihren Preis. Ich bin aber der Meinung, es lohnt sich, weil ihr habt ja auf jeden Fall das Stempelset, ihr habt zwei Stempelkissen und den Acrylblock. Das sind die Sachen, die ihr ja habt. Und dann könnt ihr aus dem, wenn ihr das Paket bekommt, 20 Einladungs- oder Geburtstagskarten stempeln. Wenn ihr Karten kauft, haben die auch ihren Preis. Und wenn ihr euch dann überlegt, dieses Set kostet 56 Euro. Ihr bekommt auf jeden Fall schon erstmal 20 Karten daraus. Dann habt ihr den Preis im Grunde schon raus und habt das hier noch für später. Das heißt, ihr könnt damit ja noch weiterarbeiten. Ihr könnt euch dann im Grunde Papier kaufen und euch die Karten selber zuschneiden und mit dem Set weiterstempeln. Und deswegen finde ich wirklich, die Sets für Anfänger sind super toll. Es ist nichts weg. Man kann sich da wirklich dann so langsam nach und nach wirklich auch einen Stamm aufbauen. Hier zum Beispiel sind die Stempelfarben Waldmoos und Wildleder in den Stampin' Spots drin. Auch die halten eine ganze Zeit. Hier ist nochmal das Stempelkissen Pfauengrün dabei. Dann hat man das auch schon. Also es lohnt sich wirklich. Ich finde, mit dieser Broschüre für Anfänger haben die wirklich was richtig gemacht. So, wie leicht man jetzt für Anfänger stempeln kann mit diesen beiden Farben, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar nehme ich auch den Block und ich Entschuldigung, ich
Ihr hört es. So eine Lungenentzündung zieht sich irgendwie auch endlos. So, ich nehme als erstes, also ich mache jetzt ein paar Beispiele, die auch im Katalog in der Broschüre sind, stempel ich nach. So, und ich fange an mit dem Stempel Geburtstagspost. Und den stempel ich einmal hier unten ab. Man kann zu Anfang auch die Stempel sicherlich mit einem Babyfeuchttuch sauber machen, aber das schmiert dann auch so ein bisschen. Also zum Ausprobieren reicht es sicherlich. Wer beim Stempeln bleibt, sollte sich wirklich früher oder später entweder den Reinigungsprofi, also eher früher als später den Reinigungsprofi, oder eben, das ist immer noch mein Favorit, das ist mein erstes, so sieht es auch aus, hat schon einiges mitgemacht. Es ist mir diverse Male schon runtergefallen, das heißt auch nicht mehr so ganz stabil, aber das ist wirklich eines meiner Hauptarbeitsmittel, das brauche ich jeden Tag. Und also das solltet ihr euch wirklich dann bei Zeiten auch anschaffen. So, ich habe jetzt als erstes Geburtstagspost gestempelt und jetzt möchte ich die Torte da reinstempeln. Die setze ich einen kleinen Tick höher an. So, in Flamingo-Rot. Und da kommt jetzt noch die Kerze drauf. Und die Kerze soll jetzt nicht in dem dunklen Grün sein, sondern die stempel ich einmal ab auf Papier und setze die da in einem helleren Grün drüber. So, und das wäre die erste Geburtstagskarte. Dann möchte ich euch noch zeigen, eben gerade wie man mit den Stempelfarben auch spielen kann, und zwar einfach nur das Flamingo-rote Stempelkissen, und ich stempel jeden Stempel zweimal ab. Dann bekomme ich eine Karte mit ganz vielen Herzen, die in unterschiedlichen Farben da sind. Und unten drunter stempel ich in einer anderen Farbe für dich. Und auch da stempel ich, damit es nicht ganz so dunkel wird, einmal ab. Und ich habe eine Karte, gar nicht mal als Geburtstagskarte, sondern einfach für dich, für einen lieben Menschen mit ganz vielen Herzen. Also ich brauche das Set nicht unbedingt nur für Geburtstage. Ich kann es auch zu anderen Anlässen nehmen. Dann fand ich auch ganz süß die Vögelchen. Und da kann ich einfach drei Stück
in verschiedenen Farben stempeln. Und auch hier. Und da seht ihr eben den Unterschied. Wenn ich vorher nochmal abstempel, dann bekommt das Ganze, also die Farben werden dann schwächer und sehen dann im Grunde schon aus, als ob ich zwei verschiedene Farben genommen hätte. Wenn ich jetzt noch drunter setze. Zum Mitfeiern kann das super als Einladungskarte durchgehen. So. Und jetzt noch eine Karte mit den Blumen. Und zwar setze ich einfach hier unten die Stängel. Und das Schöne ist, das hier ist ein Stempel und passend dazu sind die Blüten. Das heißt, ich stempel wirklich die Stängel auf und setze die Blüten einfach darüber. So, und nehme nochmal Geburtstagspost für dich. Beziehungsweise den Stempel Geburtstagspost. Und dann haben wir hier noch den Spruch. Und fertig ist die Karte. Ich habe hier nicht ganz sauber abgestempelt. Aber ja, hier kommt Geburtstagspost. Ja, also das Set ist wirklich für Anfänger einfach nur sehr passend, super. Man kann unheimlich viel damit machen. Ich kann, jetzt habe ich keine Karte mehr in der Größe, aber das macht ja nichts. Ich nehme mal eine etwas größere Karte. Ich kann verschiedene Karten gestalten. Mit dem Postkasten und den Ballons zum Beispiel. Und auch hier kann ich wieder super mit den verschiedenen Farben spielen. Indem ich erst einmal abstempel und dann auf dem Papier abstempel, also auf der Karte abstempel.
Und so bekomme ich, ja, super tolle individuelle Karten. Und wenn ihr da noch einen kleinen Spruch drauf stempelt, tada! Ja, also es ist für Anfänger wirklich, wenn man nicht damit anfangen kann, dann weiß ich auch nicht. Einfacher kann Stempel nicht sein. Und um es auszuprobieren, finde ich wirklich, es ist alles dabei, was man braucht. Man hat einige Karten zur Verfügung. Wie gesagt, in dem Set wären für 20 Karten Material für 20 Karten drin. Ja, ich finde das Stempelset einfach nur super. Wer die Broschüre haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Dann schicke ich sie zu. Einfach, ja, mir eine Mail schreiben mit Adresse und dann schicke ich die Broschüre raus. Gerade für Anfänger ist das wirklich super toll. Ich habe auch einen Link auf meiner Seite. Unter Kataloge kann man sich die Broschüre als PDF runterladen, wer schon mal reinschauen möchte. Und es ist ja nicht nur das Stempelset drin, es sind auch noch viele schöne andere Stempelsets drin. Eigentlich wieder für jede Gelegenheit. Und wer sich in die Magnolien verliebt hat aus dem Hauptkatalog und erstmal vorsichtig anfangen möchte mit dem Stempeln, für den ist natürlich Magnolienweg, meine Magnolien, genau das Richtige. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Stempelset Geburtstagsfeier genauso gut wie mir. Bestellen könnt ihr bei mir, die Broschüre könnt ihr bei mir anfordern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!